Heute sind wir hier auf Burg Daggestein, hier im bayerischen Filsig. Wann die Burg erbaut wurde, das weiß man nicht so genau, aber urkundlich erwähnt ist sie erstmals im 12. Jahrhundert. Eine Urkunde aus dem Jahr 1205 erwähnte einen Megala aus Daggestein. Im 15. Jahrhundert wurde die Burg dann zur Wasserburg umgebaut. Adolfine, vielen Dank, dass wir hier zu Gast sein dürfen heute. Wir freuen uns sehr. Und ich würde dich bitten, dass du uns vielleicht nochmal einen kurzen geschichtlichen Abriss über die Burg Daggestein gibst. Sehr gerne. Ich freue mich auch, dass die Ghost Hunter heute wieder mal da sind bei uns in der Burg Daggestein. Ja, die Geschichte, da gibt es natürlich sehr viel zu erzählen. Eine Burg hat immer viel Geschichte. Es war so, dass um 930 hier an dieser Stelle schon mal ein Pfahlturm gestanden sein soll, aus Holz mit einem Wassergraben außenrum. Und erst um 1200 ist dann dieser erste Turm aus Stein entstanden, man hat ihn später aufgestockt und so nach und nach Gebäude dazu gebaut, bis der Bering entstanden ist. Wir waren wichtiger Stützpunkt an diesem Trassenband der Goldenen Straße und unsere Burg war mehr eine Lagerburg, also nicht so eine Kampfburg, die sich verteidigen musste, sondern drüben im Zehentkasten wurde der Zehent gelagert und nebenan im Palast hat der Burgherr gewohnt, der vom Bamberger Bischof eingesetzt worden ist und der hat das alles kontrolliert. Tatsächlich auch. Bei der Sanierung 2001 hat man drei Bereiche wieder freigelegt, die vorher komplett verschlossen waren. Unter anderem unten die Torhalle, denn die ist eine Zeit lang als Kerker genutzt worden. Bei uns im Volksmund das Bärenloch. Oder ja, wir haben auch Arrestzellen vorne. Es hat sich also wirklich einiges auch baulich verändert und auch von der Nutzung her verändert. Wenn die Burg als Gefängnis genutzt wurde, hat sie dann auch eine Form der Gerichtsbarkeit hier ausgeübt? Ja, das auch. Wir haben auch so ein Geleit gehabt, wo fange ich da an? Also es gab natürlich auch mehrere Galgen und so weiter, aber jetzt zum Beispiel der Troglauer, da haben wir ja anfangs noch drüber gesprochen, der ist jetzt in Amberg zum Beispiel, nach Amberg übermittelt worden, der ist in Amberg am Galgen, hat er seinen Tod gefunden. Aber vorher war er bei uns in der Arrestzelle hier im Burgturm. Ja, der war ein Räuberhauptmann, kann man so sagen. Der hat sich erst einer Räubergruppe angeschlossen und hat dann selber seine Räuberbande noch gegründet. Da haben ja fast 150 Räuber dazugehört, mehrere Frauen und Kinder. Die haben schließlich auch den Bamberger Bischof beklaut, haben ihm seinen Bischofsstab gestohlen und solche Geschichten. Also der hat hier in unserer Gegend so ein Unwesen getrieben, das war ein Räuberhauptmann praktisch und der ist in Mantel geboren, also zwischen Filsig und Weiden liegt dieses Mantel. Und der war dann also hier eine Zeit lang auf der Anlage auch inhaftiert? Ja, ja, denn er hat ja als Pferdedieb, das war ja ein schlimmes Vergehen damals, als Pferdediebstahl, wegen Pferdediebstahls war er hier praktisch in Arrest. Vielen Dank für diese sehr informative und sehr, sehr schöne Darstellung der Historie und ja, wir freuen uns. Ab dem Jahre 1552 wurde die Burg dann hauptsächlich als Getreidespeicher, aber auch als Gefängnis genutzt. Franz Troglauer, ein Banditenführer, wurde hier für mehrere Jahre gefangen gehalten. Nachdem wir um 21.25 Uhr mit einer passiven EVP-Session in der Kapelle begonnen haben, mussten wir nicht lange auf die ersten Vorkommnisse warten. Micha sah immer wieder am Lasergrid einen Schatten vorbeihuschen, was wir aber leider nicht auf Bild festhalten konnten.
Nachdem dies ca. 5-mal passiert war, plötzlich das Periskop losging und auch Anja und Sonja den Schatten bemerkten, begann dann um 21.34 Uhr die aktive Session. Irgendwas ist, Herr Zianke, wie eine Sicherung. Schon wieder. Immer wenn ich nicht hinkomme. Ja, aber. Ich bin ja nicht geschaut. In welchem Bereich? Läuft jemand mit der Schlange? Was einfach? Ja, ich habe eine extra gekriegt. Zuerst war es hier in dem Bereich. Aha. Dann war es da oben, aha, so durch. Und jetzt war es gerade hier auch wieder so durch. Also wenn, dann habe ich es auf der Kamera, weil ich habe es IR ausgeschaut. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, aber ich habe mir dieses Thema, zeichnet es denn IR auf? Nein. Geräusche von draußen. War auch wieder draußen, oder? Mhm. Stehen. Nein. Ja, bewegt sich. Alles bewegt sich. Seht ihr das? Ja, nicht doch. Jetzt habe ich es gerade gesehen. Jetzt wird es? Nein, ich nicht. Ich habe es gesehen. Wir können ja die anderen, die machen wir nicht aktiv. Vielleicht kommen wir weiter. Aktiv. Einen wunderschönen guten Abend. Ich glaube, Sie wissen ja eh schon, wer ich bin. Ich stelle mich trotzdem auch gerne noch mal vor. Ich bin der Micha. Rechts von mir sitzt die Sonja. Und hier anwesend auch die Vanessa, Anja und Daniel. Hallo. Hallo. Wenn Sie sich jetzt fragen, was das Ganze hier heute Abend soll. Ganz einfach, wir wollen mit Ihnen mal quatschen, mal so reden. Micha. Ich glaube sogar jetzt schon zwei, dreimal was gesehen zu haben. Als wenn Sie dafür verantwortlich sind, können Sie das bitte nochmal wiederholen, also quasi hier nochmal durch die Räumlichkeit laufen. Sich bemerkbar machen, bitte. Was war das? Hat das auch gehört?
Nee. Ja, das habe ich gehört. Echt? Wie das von außen kommt? Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob vielleicht diese Jugendlichen da wieder irgendwo. Soll ich mal schauen, ob die draußen sind? Ja. Oder ob es so für den Mann mal. Oder ob es im Bauraum. Ich könnte auch im Bauraum gewesen sein. Beweg mich. Das war ich. Ich gebe ihm mal eine Hilfe. Hier steht überall solche Antennen, falls ihr das was nicht sagt. Das zum Beispiel hier. Einfach Berührung. Micha schnauft schon. Wer sind Sie denn? Haben Sie hier gearbeitet, hier den Eingang bewacht? Ganz kaum. Das Paraskop steht ja jetzt mit der roten Seite direkt auf dem Platz, wo der Torwächter gestanden ist. Ist der Torwächter neben uns im Raum? Wenn das so wäre, würden Sie mal in meine Richtung kommen? Wo meine Stimme erklingt, das ist hier hinten. Ich komme jetzt quasi für Sie in die Burg rein. Hin und her, hast du gesehen? Mhm. Links, rechts. Kommen Sie doch mal bis zu mir bitte und dann laufen Sie einfach auf mich zu. Ist das möglich? Autos von draußen. Mein Schuh. Hast du die Wand auch immer in Fokus? Ich schaue die ganze Zeit auf die Wand drauf. Ich gucke jetzt gar nicht mehr woanders hin. Klopfen, so nennen sie roh. So ein Drücken. Als wenn man irgendwas am Boden rücken würde. Hier könnte man meinen, dass etwas zurückklopft, jedoch könnte es auch ein Bauchgeräusch von einem der Teilnehmer sein. Hier ist eure Meinung gefragt. Waren Sie gerade für das Geräusch verantwortlich? Dieses Klopfen, ich mach's mal vor, waren Sie das? Der war im Bauch. Jetzt ist er aber wieder durchgeruscht. Könnten Sie gleich mal die Antenne, was Ihnen der Richard gerade gesagt hat, berühren?
wäre es für uns sehr, sehr eindeutig. Auch nicht. Also entweder vorne von Micha oder hier unten. Ja, oder? Ja, in Taubung ist auch noch eine. Oder sind Sie vielleicht gar nicht der Torwächter, sondern jemand, der hier eingesperrt wurde? Sagt Ihnen denn der Name Troglauer etwas? Oder sind Sie vielleicht die Person selber? Ist hier der Franz Troglauer? Da könnte gerade eine Bewegung hinter Daniel gewesen sein, sehr schnell von links nach rechts. Das war ich. Aber Schatten von draußen kann es nicht gewesen sein? Nee, ausgeschlossen. Okay. Das war hell. Was? Hell. Das war weiß. Okay. Das war kein dunkler Schein. War das das kleine graue Männchen, von dem es erzählt hat? Bauch? Da ist denn hier der Burgkastellan bei uns? Das war ich. Wir bitten Sie wirklich höflichst, mit uns zu kommunizieren, sich bemerkbar zu machen. War das ein Bauch? Ich habe keinen Bauch. Hat da jetzt irgendwie jemand so... Ja, das war ich, glaube ich, wenn die Augen vor. Als Anja gesprochen hat, bevor Micha gesagt hat, was war das, da war ein Huhu. Ja, genau so. Nö. Ganz hoch. Nein. Das war eine helle Stimme. Also, sie hat die Vorantwort, oder? Ja. Aber das Problem ist, wir können sie weder sehen noch hören. Deswegen haben wir hier ganz viele Apparate hingestellt, Kästchen. Sag ich ja. Die uns zeigen, dass jemand hier ist, den wir nicht sehen. Michael. Ich drehe jetzt ab, ich sehe ständig da einen Schatten durchrennen. Um dem Schattenphänomen auf die Spur zu kommen, haben nun alle im Raum ihre Positionen verändert. Doch was dann passierte, damit hat niemand gerechnet. Ich bewege mich jetzt mal zu. Dann ich wollte gerade sagen, ich muss mal rauschen. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mich auf die Sekunde fixiert und habe mich nur hergeguckt. Bin ich. Hier war ich schon draußen. Das war auf. Die Tür. Das war kein Bauch. Das ist die Tür. Das ist die Tür draußen für die anderen. Draußen. Hä?
Was? Sind die noch draußen? Ja, jetzt wahrscheinlich sind sie rausgegangen. Gehst du mal gucken? Sicher? Ja, ganz sicher. Da war niemand. Ja, gut, dann ist das ein Phänomen gewesen. Also wenn Sie das waren oder sind, dann vielen Dank dafür. Als nach diesem Ereignis sehr ruhig geworden ist, beschlossen wir hier, die Session erstmal abzubrechen, uns aufzuteilen und später wiederzukommen. Daniel. So, und wir sind eigentlich heute Abend hergekommen, um ein bisschen was über diese Burg und ihre Geschichte und ihre Bewohner zu erfahren. Ist denn irgendjemand hier auch in unserem Raum? Nein. Was? Okay. Wer ist denn bitte ich? Hätten Sie vielleicht einen Namen für uns? Entschuldigung. Wenn Sie möchten, können Sie sich gerne bei mir kommen und mit einem klopfen, wo sich jemand vorne an das Gerät nimmt, was so vor mir steht. Also nicht wundern, hier sind ganz viele komische Apparate und Kästen, die Sie wahrscheinlich gar nicht kennen. Sie brauchen aber keine Angst davor zu haben, hier wird nichts Ihnen schaden. Sind Sie ein Mann?
an die Tür, oder? Mhm. Also wenn hier jemand ist, der mit uns sprechen möchte, wäre es gut, wenn ihr euch bei uns bemerkbar macht. Durch Klopfen oder durch das Berühren des Gerätes. Wir können euch leider nur so wahrnehmen und so mit euch sprechen. Haben Sie denn zu der Zeit gelebt, als diese Burg als Gefängnis genutzt wurde? Ist denn vielleicht der Burgkastellan hier bei uns? Und es muss ja jemanden geben, der auf die Burg aufpasst, die verwaltet. Das jetzt blitzt. War jetzt das? Hast du das jetzt? Den Blitz? Ja. Ja? Ja. Aber hier hinter mir war gerade irgendwie so ein Schmatzen oder so. Ja, da oben war dann dieses. Stehen Sie bei mir? Vielen Dank. Ich habe es wirklich nicht gesehen, sorry. Schießgleichsmuster wie eben. Ja. Rote Anima springt 1. Ja, deswegen bilde ich mir jetzt da nicht groß was drauf ein. Ja. Mit diesem Muster bin ich noch nicht zufrieden. Da müssen Sie schon nochmal. Wenn Sie dafür verantwortlich sind, sage ich jetzt einfach mal, dann müssen Sie nochmal kommen und das Ganze nochmal in die andere Richtung laufen lassen. Oder die Antenne daneben berühren. Oder das grüne Licht hier am Boden berühren. Ich stelle mich jetzt eher einfach mal vor, dieses Gerät, das da vorne leuchtet. Und da sehen Sie mich. Ich stelle mich jetzt hier hin und wenn Sie wollen, können Sie zu mir herlaufen, neben mich herantreten. Wenn Sie mehrere sind, wäre es natürlich noch besser. Und wir sehen das dann. Knacken. Also hier stehe ich nun. Kommen Sie doch bitte zu mir. Vom Licht. Oder können Sie mir was zu den Vorfällen hier sagen? Gerade welche Leute waren denn hier gefangen? Wegen was? Was waren sie denn vor? Wegen was waren sie verurteilt? Berühren Sie meine Hand, kommen Sie zu mir. Vielleicht Personen,
gehört, weil er dort unten inhaftiert gewesen ist. Und jetzt befinden wir uns ein Stockwerk darüber, wo früher einmal die Kapelle war. Und jetzt ist hier niemand. Niemand da, der diese Kapelle noch erlebt hat, als sie noch aussah wie eine Kapelle. Wir sehen da nur noch ein Fragment, ein winziges Überbleibsel. Vielleicht ist ja jemand bei uns, der mal hier in dieser Kapelle gebetet hat. Der von hier aus einen Gefangenen hinunter in den Kerker gelassen hat. Und da ist jemand hier, der dieser Gefangene gewesen ist, der von hier in den Kerker hinuntergelassen wurde. Wir möchten Sie bitten, ganz gleich, wer Sie sind, was Ihr Stand ist, wann Sie hier gelebt haben, ob Sie hier überhaupt gelebt haben oder nur zu Gast gewesen sind, dann leuchten beispielsweise Lichter auf. Oder einer dieser Gegenstände macht ein Geräusch. Diese Gegenstände können Sie nicht verletzen. Können ihnen überhaupt nicht wehtun, sondern sie helfen uns nur zu sehen, wenn sie da sind. Würden Sie bitte an eines dieser Geräte herantreten? Micha läuft. Horoskop. Jetzt weiß ich ja nicht, ob ich das ausgelöst habe, obwohl hier Steinboden ist. Also ich interpretiere das jetzt mal so, dass sie Richtung Sonja stehen, vielleicht. Und wenn sie möglich geht, gehen sie quasi mal weg von mir. Also nicht zu mir, klar, rot. Einfach nur zur Doku. Bleibt rot. Dann berühren Sie jetzt doch die Antenne, wenn Sie da sind. Bleibt immer noch rot, flackert so ein bisschen. Ja, wie eben. Ja. Genau der gleiche Ablauf wie eben. So, und jetzt gehen wir wieder raus aus der Nummer. Und gegen die Tür. Das war ein Türenknall oder etwas Ähnliches. Ich hinter mir vielleicht aus dem Palast. Ach, war es drüben? Von den anderen. Ich habe gemeint, es war da draußen. Nee, ich hätte eher gesagt, es... Interessanterweise ist hier ebenfalls eine Tür hörbar. Wie zuvor gesehen, ist dieses Phänomen auch bei uns im Palast hörbar. Oder, und die Frage stelle ich hier auch, können Sie uns sagen, wo wir hingehen sollen, dass wir mehr über diese Burg noch erfahren können? Wo soll es denn interessant für uns sein? Sind wir hier vielleicht komplett verkehrt? Müssen wir wieder runter oder in ein anderes Gebäude? Dagestein, Burg Dagestein. Jetzt habt ihr schon ein bisschen was gemacht, hier angefangen. Wie waren deine Eindrücke, deine Empfinden hier in diesem Bereich?
Also ich fand es sehr interessant. Also ich habe mit weniger gerechnet, aber ich denke, hier sind gute Aufnahmen entstanden und es ist einiges los. Was war jetzt für dich so mega präsent oder was war jetzt so allgemein, was dir jetzt gerade noch so im Kopf geblieben ist, was gerade jetzt diese Untersuchungsreihe hier gerade angeht? Einmal hier die Schatten, wo da immer wieder hingekommen sind und einmal das Gerät, was da gestanden ist, wo immer wieder ausgeschlagen hat und vor allem die Stimmen. Also das war für mich wirklich so. Es gab ja auch die Situation, du saßt jetzt so relativ nah an der Tür, wo so Sonja schon gesagt hat, da hat jemand an der Tür gerüttelt. Hast du das selber auch wahrgenommen? Ja. Und war für dich auch der klare Blick darauf, okay, das müssen jetzt die Jugendlichen gewesen sein, die hier vielleicht einen Schabernack treiben? Im ersten Moment dachte ich tatsächlich, okay, Geräusch von draußen. Aber Daniel hat immer auch gesagt, es war auch niemand draußen. Also war es dann für mich recht eindeutig, dass es wohl paranormale Natur ist. Gibt es für dich Bereiche hier in der Burg, wo du es einfach selber sagst, da würde es mich jetzt auf jeden Fall noch interessieren, da hinzuschauen oder hinzugehen? Gibt es da Bereiche für dich? Einmal oben mit diesem Glaskasten, mit der Kapelle, glaube ich, war das, ne? Und im Keller tatsächlich. Also wir haben jetzt gerade durch Zufall auf die Kamera geschaut. Kann jetzt die Luftfeuchtigkeit sein, aber auf der Kamera war richtig... Daniel, Burg Dagestein, dir keine unbekannte Burg, du warst ja schon mal hier. Jetzt hast du aber schon gemerkt, okay, PU geht los. Wie war es für dich? Was hast du wahrgenommen? Wie war es allgemein, diese Eindrücke? Also klar, Flüstern haben wir wahrgenommen, dann eben so Poltern an der Tür. Also ich sage, Potenzial ist da. Das haben wir jetzt vor ein paar Jahren nicht feststellen können, das Ganze. Lassen wir uns überraschen, was der Abend noch bringt. Wie ist der Schlachtplan? Wie wollt ihr jetzt weiterverfahren? Wir gehen jetzt auf jeden Fall hoch in die Kapelle, machen dann eine Session. Sonja, Burg Dagestein, kennengelernt, Geschichte in der Klasse auch kennengelernt und ihr seid ja schon mitten dabei fast, würde ich mal so sagen. Was erlebt bislang? Wie ist der Eindruck hier von der Burg? Ja, wir sind jetzt quasi ganz frisch hier eingestiegen. Es ist noch nicht mal richtig dunkel draußen und trotzdem hatten wir jetzt hier innerhalb des früheren Burgzuganges schon das ein oder andere Erlebnis, das wir uns jetzt tatsächlich auch noch nicht erklären können. Zum Beispiel waren dabei Schattenbewegungen hier durch dieses Lasergrid durch, das sich hier rechts von mir befindet. Wir hatten so ein paar Gefühle, dass Stimmen auch tatsächlich gegenwärtig waren, die wir aber auch jetzt live vor Ort gehört haben. Da müssen wir dann halt mal schauen, wie das dann letztlich in der Auswertung sich darstellen wird. Wir wissen halt, dass hier im Nebengebäude auch Jugendliche unterwegs waren. Aber Kontrollen haben da nichts gebracht. Also wir hatten einmal eine Situation tatsächlich, da hat jemand an der Tür, wie jemand an der Tür rütteln würde. Ne? Also ich hatte wirklich so das Gefühl, dass ich die Vibrationen der Tür fühlen konnte. Und bei Kontrolle war dann aber niemand draußen. Und das ist schon ein recht eindrückliches Phänomen, muss ich sagen. Also das ist schon etwas, das recht beeindruckend einfach ist. Ja, Anja, ihr wart jetzt hier Burg Dagestein schon ein bisschen schnuppern und wart auch schon PU-technisch jetzt ein bisschen aktiv. Wie war die Situation für dich? Was hast du selber wahrgenommen? Wie hast du es selber erlebt, sagen wir mal so? Also er ist auf jeden Fall schon mal spannend losgegangen hier. Wir haben wirklich jetzt Schatten gesehen über das Lasergrid, verschiedene Leute, auch den gleichen Schatten, also es ist tatsächlich fast auszuschließen, dass es eine optische Täuschung war. Wir haben Stimmen gehört, Murmeln, haben direkt geschaut, können wir es irgendwie natürlich erklären. Da war aber so nichts, was das erklären könnte tatsächlich. Periscope ist auch 2-3 Mal gegangen. Also es geht schon auf jeden Fall sehr, sehr spannend los und es darf auch gerne so weitergehen. Micha, die PU läuft seit einer guten Stunde. Gab es schon Situationen, die dich beeindruckt haben? Also wir haben uns PU-technisch jetzt entschieden, dass wir hier unten quasi in diesem Bereich, wo früher der Torwächter seinen Job gemacht hat, da haben wir gesagt, da fangen wir an. Man sprach sogar anfangs, dass hier eventuell früher auch, sag ich mal, Verlies- bzw. Gefängnisbereiche waren. Da sagt man wohl, dass hier auch Leute drin waren, die hier eingesperrt waren. Unter anderem vielleicht sogar der Herr Troglauer, von dem hier immer gesprochen wird. Für mich war es jetzt definitiv so, dass wir einfach diesen Lasergrid hier im Fokus haben.
Und ich hatte ständig das Gefühl, dass jemand da durchhuscht. Ich weiß nicht, ob es eine IER aufzeichnet. Das wäre na klar super, aber da haben wir schon ja die Erfahrung gemacht, das muss nicht heißen, wenn man es selber sieht, dass es auch die Kamera dann aufzeichnet, was na klar mega schade ist. Aber also Anja konnte es bestätigen dann mal, auch Vanessa hat es gesehen und was na klar noch zu dem Ganzen dazukommt, was ja gerade Sonja auch angesprochen hat, dieses Stimmenphänomen hier vor Ort zu hören, dass man dann dieses Jammern so, also das waren jetzt schon Dinge, die mich jetzt schon beeindruckt haben und das Diktiergerät hoffentlich auch jetzt aufgezeichnet hat. Und ja, also ja, geht schon gut los. Jetzt schauen wir, was noch kommt. Geräte haben wir genug dabei. Von dem her darf es ruhig weitergehen. Nachdem wir uns gestärkt und den weiteren Verlauf besprochen hatten, begaben sich Micha und Sonja in den Palast und Vanessa, Anja und Daniel machten sich auf den Weg in die ehemalige Kapelle. Hallo. Ihr habt uns bestimmt schon jetzt die letzten Zeichen rumlaufen sehen und Fragen stellen hören. Wir sind jetzt mal hier hoch in die Kapelle gekommen und hoffen, dass wir hier vielleicht Kontakt zu jemandem kriegen, den wir nicht sehen und nicht hören können. Also, ich zeige mal kurz was. Ich habe hier einen Lichtstab. Ja, ich habe es nur angehoben. Ne? Mhm. Ein Lichtstab, da geht Licht an und aus. Das wirst du nicht kennen. Damit kann man aber sich ganz gut unterhalten. Das mal versuchen. Ich bewege mich. Ein Licht anzumachen. Anfassen und das Gefühl. Und das wäre für uns ein guter Hinweis, dass noch jemand hier bei uns ist, außer uns dreien. Sie können auch gerne einfach mit uns sprechen. Unsere Kästen, die wir hier überall haben, die nehmen ihre Stimme auf. Erinnern Sie sich an Ihren Namen? Vielleicht haben Namen keine Bedeutung mehr, da wo Sie jetzt sind. Gefällt Ihnen denn, was die Menschen aus der Burg jetzt gemacht haben?
allerlei umgebaut, alles anders gemacht. Ist es für Sie in Ordnung? Es sind ja viele Leute unterwegs, die ganz viel komische Musik machen. Bekommen Sie das denn mit? Gefällt Ihnen die Musik, die heutzutage hier gemacht wird? Ich habe mein Pulli bekommen. Nein. Könnte ich bitte hier über das Gerät mal ein klares Ja hören? Ist denn der Burgkastellan hier anwesend im Moment? Tagsüber. Ja, und nachts. Wer ist denn nachts hier? Keine Frau? Immer mal diese. Kann jemand einen von unseren Namen über diesen Kasten sagen? Bitte? Kurz was gehört, aber kannst du das nochmal wiederholen, was ich gehört habe? Ja, ich habe vorhin ganz kurz so wie Messer gehört. Vanessa, ich habe es jetzt zweimal gehört. Ja. Also vielleicht nochmal für dich zum Verständnis. Ich bin die Vanessa, vor mir rechts sitzt der Daniel und links vor mir sitzt die Anja. Möchtest du vielleicht nochmal einmal einen Namen wiederholen von uns? Das ist eine
schön, dass du mich ausgesucht hast, da freue ich mich. Wie viele Personen sind denn jetzt außer uns drei noch mit hier? Kannst du mir eine Zahl sagen? Drei. Neben uns sind noch drei weitere Personen hier. Das ging zu schnell. Aber da war was ganz was Längeres. Ist denn der Franz hier? Micha, jetzt waren wir gerade oben im ehemaligen Palas. Und da ist was passiert? Ja, Palas war so mal der Bereich, wo Sonja und ich allein waren. Anfangs war das für uns so richtig entspannt, relaxed. Klar konnten wir dann die Stimmen von den anderen hören. Das konnten wir dann gut dokumentieren. Sonja ging dann aber dann in die Materie rein mit dieser Magdalena, mit dieser Magd. Und dann hatte ich schlagartig dieses Kreuzschmerzen, echt richtig, richtig heftig. Also wo ich gedacht habe, woher kommt das jetzt plötzlich? Sonja hat dann die Situation wahrgenommen, hat es dann auch aufgegriffen, hat auch gebeten darum, dass es aufhören soll. Das war aber irgendwie nicht der Fall. Es ging und wurde dann wieder weg, schwächer, dann wieder besser. Dann habe ich mich hingesetzt, habe gedacht, vielleicht habe ich mich selber irgendwie verrenkt oder so. War aber nicht der Fall und es wurde auch definitiv nicht besser. Und ich hatte auch das Gefühl, links berührt worden zu sein. Und dann kam der Punkt, wo ich dann so diese Worte reinbekomme, dann geht oder geht aus dem Raum oder geht hier weg. Was wir denn jetzt eigentlich auch gemacht haben, das haben wir akzeptiert, haben jetzt quasi die Räumlichkeiten verlassen. Und jetzt sind wir hier eine Stockwerk tiefer. Hier geht es mir wieder pudelwohl. Da oben ist gerade für mich so nicht so happy. Also von dem her muss ich jetzt da nicht gerade nochmal hochgehen. Und ich glaube, aus der Situation rausgegangen zu sein. Ich hatte das jetzt schon seit langem nicht mehr, dass ich denn solche, ich sage jetzt mal, Emotionen reingekriegt habe. Und Sonja und ich haben da eigentlich ganz gut reagiert und haben einfach jetzt einfach gesagt, wir müssen raus aus der Situation und warten, was jetzt die anderen noch sozusagen erlebt haben, bevor es dann hier weitergeht. Als wir gerade besprachen, wie wir weiter verfahren, saß Sonja allein mit geschlossenen Augen in der Torhalle und fühlte sich in das Gebäude hinein. So wie es aussah, hatte sie Erfolg bei dem, was da passierte. Können Sie nochmal anfassen, bitte? Nur ganz kurz. Aufhören? Können Sie aufhören? Wieder anfassen? Bitte nochmal anfassen? Fassen Sie ihn bitte zweimal an. Zweimal hintereinander. Eins, zwei. Das ist zweimal. Lass los. Dankeschön. Lass los. Lass mich mal drehen. Können Sie noch das nochmal wiederholen? Danke. Das ist ja nicht normal. Wenn ich jetzt sage, tun Sie es nochmal bitte. Entschuldigung. Das war wieder zweimal, danke. Nochmal. Wenn Sie auf, bitte. Können Sie wieder aufhören damit? Können Sie auf, bitte. Das Ding reagiert ja nur auf Berührung. Wen wollen Sie ärgern? Der da, der an. Ich muss mal anmachen. Ich weiß doch nicht, wie das geht.
stellst dazu. Da ist nochmal ein Rampot draußen. Können Sie vielleicht die andere Antenne nochmal berühren? Den Stab? Nehmen Sie mal den anderen Zauberstab, bitte. War's das? Haben wir Sie jetzt verunsichert? Sonja war ja nur da gesessen, dann hatte ich ihn auch mal gefühlt. Ne? Und dann ging es ja erst einmal, gell? Ja. Dann war Ruhe. Ja, dann warst du kurz hier. Dann bin ich raus und dann ging es wieder los, ne? Genau. Sollen wir nochmal rausgehen? Ja. Daniel, ich lasse die Kamera stehen auf. Ja. Ne? So, wir gehen nochmal kurz raus. Wir gehen gleich nochmal raus, vielleicht sind wir jetzt zu viel. Irgendwas ist geplant, oder? Nee. Wir gehen jetzt raus. Tschüss. Du interessierst uns gar nicht. Komm schon, wir mit Sonja. Viel Spaß. Tschüss. Einmal ja, zweimal nein. Ist das in Ordnung? Die T-Gerät läuft doch nicht jetzt. Nehme ich ab. Die T-Gerät. Bin schon bald. Tschüss. Ich gebe Ihnen. Nach diesem Phänomen blieben Anja und Sonja in der Torhalle. Vanessa, Micha und Daniel begaben sich nochmal in den Palas, um dem Phänomen mit Michas plötzlich auftretenden Rückenschmerzen auf die Spur zu kommen. Riecht es? Riecht der Weihrauch? Mhm. Also ich jetzt halt den auch gerade gerochen. Mhm. Haben wir vorher schon gehabt. Aber so stark, oder? Ich finde es leicht. Das vorher hatte ich nicht so intensiv, weil ich hat das vorher auch gerochen.
Ist jetzt er da gewesen? Ne? Sonja saß da drüben. Mhm. Wo warst du? Ich saß da. Und hier war, in dem Bereich war es. Die Aufnahme läuft, wohin? Können Sie bitte warten? Ich hab schon. So, wir sind noch in Palle, Palle, Palas. Diesmal hier anwesend Daniel, Vanessa, Micha. Dabei haben wir den Rampod, die Handcams. Und es ist gerade auffällig, dass der Bewegungsmelder vorne immer an und aus geht. Wobei wir jetzt nicht unbedingt auf eine Störung. Ich mache ihn aber trotzdem mal an und aus. Ich lege die Zigarette hier auf den Boden ab. Wenn es wieder an und aus geht, dann weiß ich nicht, ob die Batterien Schuss weg haben. Geh mal du nochmal in die Hocke da, ne? Nee, du hast das nicht. So, wir sind jetzt hier nochmal im Palas. Also wenn man testen möchte, ob ich den gleichen emotionstechnischen Geschichte nochmal reinkriege. Den Bewegungsmelder lasse ich jetzt gerade mal wieder außer Acht. Okay, ich mache ihn aus, sonst reagiert er mich jetzt ein bisschen rein. Mhm. Willst gleich reingehen oder? Ich gehe gleich sofort rein. Geil. Ich bin noch mal da. Und ich weiß. Gerade ein Geräusch da vorne. Von da hinten aber auch. Also hinter dir. Nicht, weil ich auf Schmerzen stehe, aber ich möchte wissen, ob du mir was zu sagen hast. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, uns hier noch was mitzuteilen. Hier ist Vanessa da, die dir vielleicht auch helfen kann. Ich kann parallel was kann ich noch laufen lassen. Das ist ja meine Frage. Und ihr fragt einfach mit. Schauen wir mal. Und ich möchte jetzt einfach noch mal wissen, ob die Magdalena, wenn du Magdalena heißt, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass ich einen Namen habe. Bist du die Magd tatsächlich, die da mir vorher was vermittelt hat? Nein. Gehe ich richtig in der Annahme? Das habe ich nämlich vorher so das Gefühl gehabt, dass du jemand bist, der hier früher schon mies behandelt wurde, aber nicht als Magd, sondern als Gefangener. Ja. Hast du Schläge bekommen für das, was du getan hast? Oh, stark ist ja. Hast du mir deine Schmerzen, die du damals empfunden hast, vermittelt? War da gar nicht angenehm und für mich auch nicht. Also momentan merke ich wieder leichte Schmerzen im Kreuz. Bist du alleine hier? Nein. Pennenstock. Bitte? Ja, ich rede mit meinem Pennenstock. Du bist schon männlich, das stimmt, oder? Ja.
Köder, die Schandkreuz schmeißen hier, verdammte Axt. Lass das bitte sein mit diesen Schmerzen, das ist nicht gut. Ich weiß ja, dass das... Warum möchtest du mir das vermitteln? Kein Fokus mehr bei Micha. Darf ich ein Foto von mir machen? Du sagst, du bist nicht alleine hier. Wie viel seid ihr? Ich sage jetzt einfach mal die Zahl 3. Nein. Bitte? Nein. 4. Nein. 2. Stopp. Es sind 2. Kennt ihr euch? Ja. Wart ihr zusammen hier im Gefängnis? Und habt für eure Taten hier ein bisschen Buße tun, sage ich mal. Stark ist ja. Micha, wenn es nicht geht, dann. Hör mal bitte auch mit diesen Kreuzschmerzen, die sind nicht gut. Könnt ihr euch bitte mal auf mich konzentrieren und Micha mal bitte kurz in Ruhe lassen? Ich versuche dich mal hinzusetzen. Setz dich mal, ja. Konzentriert euch auf mich. Ihr könnt mit mir hier wunderbar kommunizieren. Das ist kein Problem. Das war ich. Ihr müsst aber hier niemandem Schmerzen zufügen. Haben wir uns da verstanden? Ja, also. Ich krieg rein, was willst du mir? Jetzt wisst ihr, was ich will. Wenn ihr diese Energie habt, mir diese Schmerzen zu vermitteln, dann spielen wir das Spielchen einfach jetzt mal weiter. Hier ist eine Antenne. Gehört? Weißt du, 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 ja, gesehen? Löst diese Antenne aus. Kreuzschmerzen waren gerade weniger. Löst die Antenne aus, dann weiß ich, kribbeln hinter mir. Dann löst die Antenne jetzt aus, ist ja die letzte Möglichkeit für den heutigen Abend, wenn ihr was zum Mitteilen habt. Danach ist vorbei. Und dann werden so lange Zeit hier keiner mehr auftauchen, der euch wahrnehmen möchte. Habt ihr das verstanden? Ja. Wollt ihr uns was mitteilen? Vielleicht. Und vielleicht kann ich nicht anfangen. Blödsinn. Ja, vielleicht antworten. Keine Stopp. Spielt ihr mit uns? Ja. Das habe ich aber so das Gefühl. Ja, das ist mein. Das kennen wir doch irgendwo her. Oh, schaut das jetzt kein Zettel drauf. Gut, mit Spielereien habe ich ehrlich gesagt keine Lust so drauf. Aber es ist schon mal okay, dass ihr euch zumindest uns zeigt und vermittelt, dass ihr da seid. Hört auf. Die werden grob. Nicht zu mir. Ich hab's verstanden. Danke. Jetzt entscheide ich mich. Ach da. Leuchte ich nicht halt genug? Ja, tut mir nicht. Der Sache hat entscheidet mich. Gut. Also wenn es jetzt angeht, dann haben sie Batterien. Lauf doch nochmal an dem Licht vorbei, bitte. Dankeschön. Gehen wir mal zurück, ob ich das nicht mache. So, Bewegungsmelder. Wenn ihr das könnt, dann macht ihn nochmal an. Dankeschön.
Also ihr könnt den Bewegungsmelder einschalten, aber die Antenne berühren könnt ihr nicht. Das ist schon schwach. Ich rede hier von dieser Antenne, ne? Da, wo ich jetzt hinleuchte. Bitte? Es geht im Bewegungsmelder nicht mehr, weil ich immer noch auf die Batterie aus... Saft hat aber noch, oder? Warte mal. Was? Saft. Ja, ja, bestimmt. Das war schon so klar. Komm, ihr habt ja gerade so viel Spaß, mich Schmerzen zuzufügen, mich zu zwicken. Wie wäre es denn jetzt mal, wenn ihr mal euch bemerkbar macht? Also ich glaube, ihr wenn ihr zu zweit da hier dran rumbammelt, dann habt ihr auch die Möglichkeit, das Teil hier zu mir herzuschießen. Schubst mal irgendwas zu mir her oder werft was um oder macht euch richtig bemerkbar, wenn ihr nicht mehr bewegt werdet oder ihr werdet jetzt gerade nicht mehr. Klar und deutliches Zeichen und nicht nur so Pillepalle hier. Ich glaube schon, dass du da bist, ich weiß auch die Kreuzschmerzen. Danke, dass ich die jetzt nicht mehr kriege. Aber bevor ich jetzt gleich hier runtergehe und hier alles mitnehme und dann war es das, wie gesagt, letzte Möglichkeit. Ich glaube, drüben ist gerade ein Alarm losgegangen. Okay, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt. Wir bedanken uns noch klar dafür, dass wir da sein durften, auch hier im Palast. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch irgendwas raus, wer ihr seid. Gregor. Was hast du? Gregor. Gregor? Ist jetzt. Kam jetzt gerade. Kam bei dir Gregor. Okay. Vielen Dank, Gregor, und sagst deinem Kollegen auch noch vielen Dank, dass ihr zumindest euch die Zeit genommen habt, hier vorbeizuschauen. Also, ich war zum Schluss nochmal mit der Anja dann im ehemaligen Eingangs. Gefängnis, Kapellen, Bergfriedbereich. Und da hatte ich ja da vorher diese Session mit dem Rampart, das hat sich so nicht wiederholt. Allerdings kam es dann zu einem Intermezzo mit diesem Gerät, das ich nicht verstehe. Deswegen gebe ich jetzt an Anja weiter. Also das ist im Prinzip ein Gerät, was vier Dinge auf einmal überwacht. Es zeigt an, wenn sich die Temperatur verändert, die man vorher einstellen kann, nach oben oder nach unten. Dann zeigt es an, wenn Vibrationen, also wenn man stampft oder so, zeigt es an. Dann ist ein Rampart drin verbaut und ein EMF-Meter, also elektromagnetische Feldstärken. Und dann ging auf einmal der Alarm für die Temperatur los und auf dem Display war da zu erkennen, dass die halt eben angestiegen ist. Kann natürlich erklärt werden, weil die Tür vorne auf war, dass eben warme Luft reingekommen ist, möglich. Dann ging es weiter mit Rampart, der ist dann angegangen und nicht wieder ausgegangen. Und ja, EMF hat dann auch noch ausgeschlagen. Also drei von vier Dingen sind dann tatsächlich losgegangen und haben auch nicht mehr aufgehört. Ja. Und du hast gesagt, dass ihr es so noch nicht gehabt so habt. So kennen wir das nicht. Also Temperaturschwankungen, Alarm haben wir durchaus schon gehabt, was auch am ehesten sicherlich natürlich zu erklären ist. Aber dass der wirklich drei von vier Dingern so feuert, haben wir noch nicht erlebt. Das war außergewöhnlich. Das heißt, für jeden nochmal ein Abschlussfazitsatz für euch, für die PU des heutigen Abends? Unerwartet meinerseits ist hier doch viel passiert. Wir haben viel erlebt vor Ort, was ja oft auch nicht der Fall ist. Ich bin echt gespannt jetzt auf die Auswertung, ob wir da noch irgendwas haben. Ja, kann ich mich nur anschließen. Also es gab irgendwie die ganze Zeit immer in irgendeiner Form Action tatsächlich, ja, sei es jetzt mit Geräuschen, die wir nicht sofort erklären konnten, vielleicht ändert sich das jetzt nach einer Auswertung oder halt eben mit diversen Ausschlägen von technischem Equipment oder halt auch mit psychosomatischen Empfindungen. Also es war schon sehr interessant. War alles dabei, was man sich eigentlich so wünscht. Ja. Wir haben uns jetzt ja nochmal gesplittet, das heißt, wir waren zu dritt nochmal im Palast oben, weil ich für mich nochmal rausfinden wollte, kommt es jetzt wieder mit diesen Kreuzschmerzen, ja, nein.
Ich musste dann gleich sagen, ja, kam wieder, komischerweise echt zum gleichen Zeitpunkt da oben gewesen. Wir haben dann logischerweise ein bisschen diskreter gefragt, um was es sich da handelt. Vanessa hat dann da auch mal ein bisschen Feedback dazu gegeben, zu der Fragestellung. Also für mich war es definitiv interessant, was jetzt da oben abgelaufen ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Auf jeden Fall interessant gewesen. Die Empfindungen, also die Atmosphäre war ganz anders wie davor, wo wir oben waren. Also das GHTB alleine. Und ja, der Geruch vom Weihrauch war irgendwie. Das war prägnant. Das ja, haben wir alle drei, wo wir hochgekommen sind, gell? Ja. Also. Ich liebe ja Weihrauch nicht. Also das war schon nochmal präsent da oben, wo wir hochkommen sind, dieser Weihrauchgeruch. Das war auch schon mal so nochmal so eine Geschichte, wo man also das war jetzt eigentlich komplett das Gegenteil zu dem, wo wir vor ein paar Jahren erlebt haben. Hm. Ja, überraschend, aber trotzdem erfolgreich bis jetzt. Ja, es war definitiv, also für eine, man darf ja nicht immer sagen, je größer, umso besser. Nee, umso besser heißt das überhaupt nicht, dass man deswegen mehr Ergebnisse hat. Wir haben jetzt hier echt eine Location vorgefunden, die so klein, aber fein. Aber wir haben da schon jetzt doch, wie ich jetzt alle schon erwähnt habe, interessante Geschichte erlebt. Also mal gucken, was noch dazu kommt. Vielleicht möchte dann der eine oder andere die Burg auch mal besuchen. Ist es möglich? Ja, wir freuen uns natürlich sehr über Besucher. In den Burghof kann man immer rein. Man kann auch einige Gebäude praktisch, also den Seherkasten nutzen für Veranstaltungen, einen runden Geburtstag oder was auch immer feiern möchte. Der Burgturm ist an Sonn- und Feiertagen geöffnet von 14 bis 17 Uhr. Von Ostern bis 4. Oktober, dann ist es einfach zu kalt fürs Museumspersonal, aber ansonsten kann man jederzeit diesen Turm besichtigen. Und wir haben jetzt auch hoffentlich bald wieder viele Veranstaltungen.